Warum das mobile Internet in Deutschland so schlecht ist. Simplicissimus. Irgendwann muss ich dem Typ mal einblasen, ey, ganz ehrlich. Das ist wirklich, der macht gute Videos, ey, mein Gott. Steig. Let's go. Durchschnittsgeschwindigkeit des deutschen mobilen Internets liegt im internationalen Vergleich auf Platz 44. Nicht nur im internationalen Vergleich sind wir mit dem mobilen Internet auf einem hinter Rumänien. Rumänien! Entschuldigung? Ich glaube, wenn es um Festnetz oder feste Anschlüsse, DSL-Anschlüsse oder Highspeed-Internet geht, ja, nicht mobiles Internet, dann sind wir, glaube ich, hinter Bulgarien? Bruder, die kommen her, um Schrott zu sammeln. Und wir haben schlechteres Internet? Jesus Christ. Naja, wir gucken mal weiter. Hinter Rumänien, Österreich, Ungarn und Serbien. Zum Glück ist es dafür auch wahnsinnig teuer. In den Niederlanden zahlen David und ich für Unlimited 4G 25 Euro im Monat. In Frankreich kostet ein ähnlicher Deal nur 16 Euro pro Monat. Bei der Telekom würden wir in Deutschland 83 Euro dafür zahlen. How the fuck ist das noch konkurrenzfähig? Unfassbar. Keine Alternative. Monopolstellung, Magenta, scheiß Drecksverein. Und jeder kennt es, in der Bahn, auf der Autobahn, manchmal auch 100 Meter außerhalb der Ortsgrenze. Kein Empfang. Oder 2G, der kleine Bruder von Kein Empfang, bei dem Google immer so tut, als würde es laden. Wir haben schon mal ein Video zum deutschen Internet gemacht. Ja, kann ich nur empfehlen, sehr gutes Video. Aber gerade mobiles Internet verdient nochmal einen tieferen Einblick. Weil sich hier rund um 5G viel tut und die Technologie ganz neue Möglichkeiten bietet. Und weil gutes mobiles Internet für uns alle im Alltag immer wichtiger wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich zahle nur noch mit fucking Apple Pay, Alter. Bruder, ich weiß nicht, wann ich letztens mal einen Shiny gesehen habe. Ich weiß es nicht. Mein Bezahlvorgang sieht folgendermaßen aus. Bim. Das ist so easy. Und es ist so übersichtlich, dass ich wirklich mittlerweile an dem Punkt bin. Oh. Bim. Bim, bim, bim. Das ist so mein Bezahlvorgang. Und nicht Portemonnaie aufmachen, 20 Cent raussuchen und sagen, stimmt so. Man will unterwegs produktiv sein, up-to-date bleiben, sicher bleiben, wissen, wann es regnet und wo man ist. Also, warum ist das mobile Internet in Deutschland so unzuverlässig? Es ist wack. Neudeutsch. Wack. Langsam und teuer. Die größten 5G-Netz Deutschlands. Ja, genau. Wenn dich nichts mehr aufhält. Keine Limits mehr. In den Städten hat das Smartphone meist Empfang, auf dem Land oft nicht. 5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig. Digitalisierung muss man sich leisten können. Bruder, ich weiß, ich kenne einige Leute aus dem persönlichen Bereich, aber das liegt da auch dann daran, dass ich eine Menge Kontakte habe, die so hochtechnologisiert unterwegs sind, von wegen, die brauchen Internet überall. Der einzige Grund, warum die in Städten wohnen, ist, weil auf dem Land weißes Loch herrscht. Ansonsten würden die alle auf dem Land wohnen. Die würden sich isolieren in einem Haus, in einem Wald. Eine Stelle für Onkel Jeff. Und würden sich abkapseln. Aber der einzige Grund, warum sie es nicht können, ist, weil das automatisch auch bedeutet, dass du keine Internetverbindung hast. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und das ist ein Paradoxum. Also es gibt es, es ist nicht immer so. Es gibt eine Menge Leute, die auch aus anderen Gründen in Städten sind, weil Infrastruktur und so weiter. Es hat ja auch andere Gründe. Aber es gibt einen Teil, der dazu gezwungen wird, sich in diese infrastrukturstärkeren Regionen zu beziehen, obwohl sie da nicht hinwollen, nur wegen dem verfickten Internet. Das ist crazy. Für Mobilfunk braucht man Masten, die auf unterschiedliche Arten mit dem Internet verbunden sind. Dein Handy verbindet sich dann mit diesen Masten. Mhm. Im Mobilfunk gibt es verschiedene Standards. 2G ist aus dem letzten Jahrhundert und im Prinzip mobiles Internet ohne Internet. Mhm. Die Geschwindigkeit reicht gerade so für WhatsApp, mehr aber auch nicht. 3G ist ebenfalls ziemlich alt, kann aber je nach Variante heute noch ausreichen. 4G, meistens ist damit in Deutschland LTE gemeint, ist das, was man will. Mit LTE kann man am Handy produktiv sein, größere Datenpakete versenden und runterladen und zum Beispiel Videos in HD schauen. 5G ist der Future-Shit oder in den Worten der Telekom, das G in 5G steht für großartige Möglichkeiten.
Alter, das G in 5G steht für Grinch, Alter. Uff. Oh Gott. Zum Marketing der Telekom kommen wir gleich nochmal. 5G ist viel schneller als 4G und pro Mast können sich viel mehr Geräte verbinden. Dadurch bietet 5G... Das G in 5G steht für Gehirnblutung, Alter. Oh mein Gott! 5G viele Möglichkeiten, zum Beispiel in der Automatisierung für Smart Cities, Logistik, smarte Medizin und moderne Landwirtschaft. Aber auch für autonomes Fahren oder Virtual und Augmented Reality, Cloud Gaming und das Internet of Things. Okay, wie ist denn der Stand in Deutschland? Oh Gott, bitte nicht, oh bitte nicht. Das wird für viele jetzt sehr unangenehm, Chat. Das mobile Internet ist zwar nicht mehr so ein schlechter Witz wie noch vor 1 bis 2 Jahren, aber in einigen Teilen Deutschlands hat man je nach Anbieter auch Mitte 2020 immer mal wieder einfach kein Netz. Weiße Löcher. Dazu kommen zahlreiche Flecken, in denen man nur 2G empfängt. In Deutschland gibt es nur 3 Anbieter mit einem eigenen Netz. Die Telekom, Vodafone und Telefonica. Dazu gehört O2. Die Telekom hat das beste Netz, die Telefonica das schlechteste. Alle anderen Anbieter leihen sich Teile der Netze für eine Gebühr. Das ist ja gerade das Paradoxe. Das ist korrekt, es gibt nur 3. Diese ganzen Nebenanbieter, 1&1, Aldi Talk, Lidl Sim oder was auch immer du kennst, ne? Die sind alle eigentlich auch diese 3 Anbieter, bloß eben, die haben das gemietet. Die mieten die Infrastruktur, leisten also keinen eigenen Server oder haben keine eigene Kapazität, die irgendwie eine besondere Leistung verspricht, sondern mieten nur diesen dummen Scheiß, um dann Lidl Talk reinzudrücken, ey. Das ist wirklich... Und das ist nicht nur bei... Also, das ist so unangenehm. Hätte man SIM-Karten aller 3 Anbieter, hätte man ziemlich konsequent mobiles Internet. Hat man aber leider nicht. Das alles wird besonders übel, wenn man sich schnell bewegt, vor allem im Zug. Ja. Oh Gott, Alter. Wie oft lese ich Tweets? Bin gerade im Zug. Wir sehen uns. Habe wieder Internet, wenn ich ankomme. Also viel Glück, wenn ihr uns gerade in der Bahn schaut. In deutschen Zügen kann man je nach Verbindung einfach nicht konsequent produktiv sein oder die neue Staffel Krass Klassenfahrt durchballern. Da fragt man sich schon. Hey, wo hat die Lehren? Wo hat die Lehren, ne? Es begann mit der Versteigerung von LTE-Funklizenzen im Jahr 2010. Hier mussten die Anbieter Geld an den Staat zahlen, um bestimmte Funklizenzen zu ergattern. Die Betreiber wurden dafür nur verpflichtet, bis 2016 90% der Haushalte in Deutschland mit LTE zu versorgen, beginnend mit den kleinsten Orten. Damit gab es schon damals 2 Probleme. Erstmal mussten diese 90% nicht pro Betreiber erreicht werden, sondern insgesamt. Das hat dazu geführt, dass sich O2, jetzt Telefonica, zum Beispiel einfach auf Ballungszentren... Ja, O2 war damals immer die Regel, das war ja auch E+, glaube ich, vorher, O2 E+. Das funktioniert in der Stadt super, aber wehe, du fährst außerhalb, wehe, du wärst außerhalb. Drin gestürzt hat, nachdem Vodafone oder Telekom kleinere Orte versorgt hatten. Außerdem ist die Orientierung nur an Haushalten zum Teil unlogisch. Mobiles Internet ist ja gerade auch unterwegs wichtig. Die Konsequenz? Mal hier, mal da Internet von mal diesem, mal jenem Anbieter und nur da, wo Häuser stehen. Und so ward der deutsche Flickenteppich geboren. 2015 wurden die Auflagen bei einer neuen Auktion nachgebessert. Bis 2020 sollte jeder Anbieter 98% der Bevölkerung und alle Hauptverkehrswege mit 4G versorgen. Da fehlen leider immer noch entspannte 1,7 Millionen Deutsche. Bei den Hauptverkehrswegen hat man den Betreibern ein schönes Hintertürchen gelassen, soweit dies rechtlich und tatsächlich möglich ist. AKA, wenn's nicht geht, kein Problem. Dann wäre da noch die Diensteanbieterverpflichtung. Das bedeutet, dass große Anbieter mit einem eigenen Netz dieses Netz kleineren Anbietern für eine entsprechende Gebühr zur Verfügung stellen müssen. Das gibt es bei 2G und bei 3G. Aber bis heute nicht bei LTE. Was? Das heißt, dass günstige Anbieter lange kaum LTE anbieten konnten. LTE erst seit Ende 2016 fester Bestandteil, geringe Datenmengen. Konnten. Das hat dazu geführt, dass LTE bei uns oft super teuer ist, weil es kaum Wettbewerb gibt. Kein Wunder, dass knapp die Hälfte der SIM-Karten in Deutschland auch 10 Jahre nach der ersten Auktion nicht LTE-fähig sind. Kannst du das bitte mal wiederholen? Teuer ist, weil es kaum Wettbewerb gibt.
Kein Wunder, dass knapp die Hälfte der SIM-Karten in Deutschland auch 10 Jahre nach der ersten Auktion nicht LTE-fähig sind. Die allermeisten dieser Nutzer hätten ein entsprechendes Smartphone, haben aber einfach keinen 4G-Vertrag. Und so ward die wettbewerbsbefreite Dreier-Oligarchie geboren. Man hätte die Mobilfunkunternehmen auch einfach verpflichten können, zum Beispiel an die 100% der Fläche Deutschlands abzudecken. Gut, das wäre für die Unternehmen wirtschaftlich natürlich unattraktiver gewesen. Ein Mast irgendwo im Schwarzwald lohnt sich halt nicht. Was hätte man da nur tun können? Vielleicht unkomplizierte Subventionen, um etwaige unprofitable Gebiete trotzdem abzudecken? Vielleicht Bruder, Praise gehen raus an die Leute, die Internet über so einen Hybridkanal kriegen. Kennt ihr diese Hybridanschlüsse? Hey, wenn Sie durch Ihre verkupferten Leitungen nicht schneller als 200 Kilobits pro Sekunde kriegen, bieten wir Ihnen einen Mobilfunkrouter an. Zu einer Leihgabe von 14,99 Euro monatlich. Teilte Masten für Betreiber in solchen Gebieten, das, was man Ende 2019, 10 Jahre später, sowieso beschlossen hat? Man hat in Deutschland unfassbare 10 Jahre gebraucht, um die Unternehmen dazu zu zwingen, Menschen in ländlichen Räumen vernünftig zu versorgen. Das ist besonders bitter, wenn man bedenkt, dass die Telekom immer noch zu knapp einem Drittel dem Staat gehört. Apropos, dasselbe Unternehmen... Wisst ihr eigentlich... ...man hat jetzt eine Kampagne gestartet. Wir jagen Funklöcher. Oh Gott. Kommunen können sich bewerben. Kriterium ist, dass man kein LTE hat. Und dann gibt es, Achtung, Gewinner. Als Bürger kann man zeitgemäßes Internet bei einem drittelstaatlichen Unternehmen gewinnen. Im Jahr 2020 ist das ein bisschen wie Wasserleitungen verlosen. Uff. Das ist so, als ob Nestle so eine Auslosung mit Wasser in Afrika, in Südafrika macht. Ihr könnt Wasser gewinnen. Und es muss nicht so sein. In Frankreich gibt es einen viel aggressiveren Wettbewerb mit vielen billigen Anbietern dank Diensteanbieterverpflichtung. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind dabei viel höher als in Deutschland. Das soll auch für 5G so weitergehen. In der Schweiz ist Internet ein Teil der Grundversorgung und wird von der teilstaatlichen Swisscom übernommen. Auch die zwei privaten Wettbewerber der Swisscom... Ich möchte übrigens anmerken, dass einer der Mitbewerber Salt heißt. ...wurden früh zu großen Investitionen in ihre Infrastruktur gebracht. Heute hat man überall in der Schweiz wahnsinnig gutes mobiles Internet, selbst auf vielen Bergen und in langen Tunneln. 5G wird rasend schnell ausgebaut. Jetzt kommt auch bei uns 5G. Eine Chance für Deutschland, sich als eines der reichsten Länder der Welt endlich aus dem hinteren Mittelfeld nach vorne zu befördern. Die Telekom kann Stand heute bereits ca. 50% der deutschen Haushalte 5G anbieten. Die entsprechende Auktion für die 5G-Frequenzen ist im Juni letzten Jahres zu Ende gegangen. Es gibt viele neue Auflagen, aber in der Autobahn-/Haushaltsstrategie keine großen Veränderungen. Mit 1&1 gibt es einen neuen Wettbewerber, das ist gut. Oh, wait. 1&1 hat eigene Leitung? Oder habe ich eben was Falsches gesagt? Leider gibt es wieder keine Diensteanbieterverpflichtung, das ist schlecht. Nationales Roaming, also das Teilen von Masten in kritischen oder unprofitablen Gebieten, wird auch nicht Pflicht. Der Glasfaserausbau wurde in Deutschland ja ganz krass verrissen. 1&1 hat 5G-Rechte verkauft. Gekauft, okay, also haben sie einen eigenen Pool. Ausbau des Glasfasers, Baumängel und Verzögerungen. Weil man für die Telekom viel zu lange auf Kupfer gesetzt hat. Was ist das Zauberwort? Alle zusammen? Vektorisierung. Ja. Vektorisierung. Super Vectoring. Mega Ultra Vectoring. Twitch Cheers. Prime is not Altkanzler a crime. Bundeskanzler Kohl. Altkanzler Helmut Kohl. Gewinnen Sie den Anschluss. Der es geschafft hat, den TV-Anschluss über den Infrastrukturanschluss zu stellen. Kuss. Und an Schröder, obwohl war es Schröder? Warte mal, da muss ich jetzt gucken. Oh, da muss ich mein Halbwissen nochmal fundamentisieren. Super fundamentisieren.
Mobilfunkmasten sind in Deutschland, genau wie unsere Häuser, kaum an Glasfaser angeschlossen, müssen sie aber zwangsläufig für 5G, zum Beispiel aufgrund der hohen Datenraten. Mist aber auch. Gleichzeitig nutzen viele Deutsche weiter nur das 3G-Netz. Dem 3G-Netz werden jetzt Frequenzen weggenommen, um sie für 4G und 5G zu nutzen. Dadurch wird es auf Dauer langsamer. Das heißt, man wird ultimativ eventuell einfach gezwungen, sich einen teuren oder schlechten LTE-Vertrag zu kaufen, um nicht abgehängt zu werden. Deutschland droht, noch weiter zu einer digitalen Zweiklassengesellschaft zu werden. Bruder, das ist wirklich hart. Bruder, wir sind... Bruder, das ist... Deutschland, Alter! Langsames, löchriges Internet auf dem Land und 5G in der Stadt. Gutes mobiles Internet für alle ist heute einfach essentiell und gehört zur Chancengleichheit in unserem Land. Wir können Leute nicht einfach abhängen, ihnen moderne Produktivität im Bus auf dem Land verwehren. Vor allem können wir uns nicht noch mehr Fehlentscheidungen und schlecht gestellte Weichen erlauben. Cheers. Cheers. Ich liebe diesen Kanal, wirklich einer meiner Lieblings-YouTube-Kanäle. Ah, das ist so schön informativ, da fühle ich mich einfach aufgehoben. Tja, und da ist die Reaction im Kasten. Cutter rotiert. Cutter rotiert. Das ist das Video. Liken, kommentieren, abonnieren, glockieren. Crazy.